Hallo und herzlich willkommen zurück zu House of Iron 4 mit mir und den Weißen Wanderern, auch Others genannt und der 137.000. Naval Invasion. Aber nur noch Probleme, Senoritas und Senores. Wir können das irgendwie... What the fuck? Hä? Das ist House Reed, achso. Ich wollte gerade sagen, hä, da sind Boltons. Hier. Und hier ist auch Boltons. Wie funktioniert das aber? Nein, das ist ja House Reed. Ja, erforschungstechnisch habe ich immer gesagt, wir brauchen nichts erforschen, weil es eh keinen Sinn macht, weil wir eh nichts brauchen. Wir haben ja nur Infanterie only. Ja, we have a problem now. We have a problem now. Wo sind die? Ah, guck mal. Ne, okay, wir haben doch kein Problem. Wir schicken die Dudes kurz hier runter. Die sollen ihre Area chillen. Und dann kriegen wir das hin. Hoffe ich, denke ich. Wir haben ja hier in der letzten Folge mega viel Progress gemacht. Die Twins, also House Reed ist ja quasi wieder voll neutral. Eigentlich könnte man die auch als Vasall von uns machen. Ne, die sind sogar schon meine Vasall. Die sind ja schon meins. Gut, alles klar. Kein Problem. Bin ich gut. So. Ja, was ist so sonst noch passiert in den letzten 12 Stunden? Nichts. Nichts, null. Es hat sich nichts verändert. Es ist alles so, wie es vorhin war. Ich werde von überall invaded. Die haben hier keinen Hafen, das ist blöd für die. Wo sind meine Jungs, die hier hin sollen eigentlich, wenn ich fragen darf? Wo seid ihr? Ah, okay, die sind doch unterwegs. Dauert ein bisschen länger und Tote laufen leider nicht so schnell, muss ich zu meiner persönlichen Enttäuschung sagen. Ausrüstungstechnisch brauchen wir nur noch 40.000. Wir machen 1,6 pro Tag. Tendenz leicht steigend. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Rekrutieren tun wir da noch irgendwas? Ja, massig, aber uns fehlt halt einfach auch... die Ausrüstung, würde ich fast schon sagen. Meint ihr, ich übertreibe mit dem Rekrutieren? Nein, oder mache ich nicht. Ich weiß, dass ich nicht übertreibe. Danke übrigens auch dafür. Danke dafür, dass ihr mir da zustimmt. Ihr seid halt immer noch die treuesten Krabben, die es hier gibt da draußen. Hashtag Outsiders, Hashtag Krabben, ihr wisst Bescheid. Wer ist dann Krabbis? Hashtag Krabbis? Ne, Hashtag Krabbis klingt schwul. Also ich habe nichts gegen Schwule, aber... Naja, nichts Effektives. Nein, Hashtag Krabbis. Hashtag Outside, also Hashtag Outside, das ist ja schon quasi confirmed, aber Hashtag Krabbis weiß ich nicht so richtig, keine Ahnung. Weiß ich jetzt aktuell nicht, was ich davon halten, weiß auch nicht, was ich hiervon halten soll, was ist das hier, wenn es fertig ist eigentlich? So, man macht eine Naval Invasion, haut dann ab oder was? Trondheim, ist das nicht auch eine norwegische Stadt? Wenn ich fragen darf. So, das mag ich hier nicht, was ist das hier, warum ist das? Haus Karstag, als ob ich Haus Karstag wieder auferstehen lassen würde, nach dem 20. Mal. Also eher würde ich mich im Grabe umdrehen, bevor ich aus Karstag wieder auferstehen lassen würde. Nehmt es mal nicht übel, Leute, aber aus Karstag ist sowas von out. Das darf mir jetzt auch keiner böse nehmen. So, danke für eure Division, die dürft ihr aber behalten. Macht ihr mal irgendwann eine Naval Invasion oder irgendwas. Macht euch mal nützlich. So, wir brauchen jetzt 71.000. Ist nicht so unnormal, wenn man so wie ich gerade 218 Divisionen in den Auftrag gegeben hat. Komfort, also. Ja, die Jungs hier, ich würde sagen, das ist einfach die Division, die Division Naval Invasion Defenders. Wir müssen halt unsere kompletten anderen Divisionen jetzt mal auffrischen. Uns fehlen hier 13, 21, 24, 32, 41 Divisionen. Warum wird hier eigentlich noch angegriffen? Wer greift hier an? Wer ist das? Achso. Das goldene Empire of YT, die ja netterweise mich unterstützen, aus mir unerklärlichen Gründen. Wie immer, wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr sehen möchtet, Daumen nach hoch. Würde mich sehr freuen. What the fuck? Das Vale of Arryn, das ist wirklich der größte Verrat in der Geschichte der Menschheit, dass die mich verraten haben, ey. So, da kommt die nächste Naval Invasion, aber glücklicherweise, also das muss man denen jetzt echt lassen, haben sie es jetzt schon mal gecheckt und haben da hier Truppen stationiert. Finde ich cool. Korrekt, Dudes. So, die sehen mich kommen und hauen dann immer gleich ab. Das finde ich halt uncool, so, das nervt mich. So, Ich komme mir vor wie so ein Ballwart, Alter. So, da ist ein Ball, dahin laufen. So, 24.000. Schau mal, müsste jetzt eigentlich ausrüstungstechnisch schon komplett voll sein. Jawohl, schau mal, wie viele Divisionen ich gleich kriegen werde. Hm? Wunderbar, wunderbar. Das ist ein Träumchen, meine Freundchen. Es kommen wieder 20 Naval Invasions. Oh, das ist so ätzend. Ich kann wirklich nicht länger darauf warten, bis ich die alle vernichtet habe. Wo ist die andere Naval Invasion? Wo war die? Man weiß es wieder nicht. Oh, das ist eine größere, so wie es ausschaut, aber die haben keinen Hafen. Doch, die haben Hafen. Haus Tyrell mal wieder. Und die kommen, ich komme und die haben ab. Wollen die mich verarschen? Halt, was ist denn das? Das ist schon ein bisschen nervig.
Halt, man denkt, ich wäre geistig behindert, aber das ist halt einfach das Spiel. Die guckt, die machen die ganze Zeit. Okay, passt schon. Aber jetzt kommt da unten in der Invasion, oder was? Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, ob die mir nur die Region anzeigen. Blazewater Bay, das müsste dann hier irgendwo sein, in der Region, ne? Oder ist es von hier? Blazewater Sea. Also dann ist die Invasion irgendwo hier. Blazewater Bay wäre dann in dem Fall. Ja, ich weiß nicht, es gibt hier kein Blazewater Bay. Halt, es gibt Blazewater Sea. Also ich spiele das Spiel jetzt schon ein paar Wochen. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich sage euch, wie es ist. Ich spiele es seit ein paar Wochen. Aber das Spiel überfordert mich manchmal trotzdem immer noch. So, jetzt kommen wir für Upgrades. Gucken wir, jetzt geht's langsam los. Jetzt geht's langsam los. 1950 stehen zur Verfügung. Wunderbar. Fast 2000 am Tag jetzt. Richtig krass. So, wie lange dauert denn das? Leute, wie lange dauert das, bis ihr ready seid? Grob geschätzt. Kann man mir nicht sagen. Am 11. Dezember 1944. Wir müssen noch einen Monat durchhalten, Jungs. Einen Monat, dann kommt Nachschub. Wo ist jetzt eigentlich die Armee hin? Ach, da oben. So, Invasions im Wall, aber das ist okay, das kriegen wir hin. Blazewater Bay läuft immer noch angeblich, aber wenn ich nicht so richtig weiß, wo, dann müssen wir einfach mal abwarten. Wo, was, wann? Nein, ich bin nicht der Synchronsprecher für die Naval Invasions, aber danke der Nachfrage. Ja, das Lied passt auch, für Deutschland zu sterben. So, die erobern jetzt hier zurück, oder was? Die machen jetzt hier einen auf... Oh, wir sind stark. Darius ist wundet, Schande. Warum wundet? Na gut, erstmal den Nachtkönig hier weiter upgrade. Infantry Expert. Plus 10% Infantry Attack. Ich würde nicht behaupten, das wäre nicht nützlich. Panzer Expert brauchen wir ja überhaupt nicht. Motorized Defense, das ist total sinnlos. Also, wenn ihr euch schon spezialisiert, dann bitte irgendwas Nützliches. Gut, Guerilla Fighter. Warum nicht? So, und der deutsche Kommandant, der ist hier auch noch mit drin. Da auch Guerilla Fighter mit reinkommen. Hauptsache irgendwelche Werte. Und der Rest ist egal. Oh, jetzt haben sie es wirklich geschafft, oder was? Cool. Bin beeindruckt. Bin beeindruckt, dass sie es jetzt wirklich geschafft haben. Da hier das zu erobern. Lob geht raus an der Stelle. Wo auch immer die ET-Typen hin sind. Rente gegangen scheinbar. So, hier ist die Naval Invasion, wie erwartet. Aber, ich als Fuchs. Apropos Fuchs. Wir können einfach mal überall diese Häfen. Ich meine, ich weiß, das habt ihr mir auch schon gesagt, ich soll das mal machen. Nein, ehrlich, nicht zum Flughafen. Jetzt einfach mal in alle Hafengebiete einfach mal 3 Divisionen stationieren. Dasselbe werde ich da oben auch gleich machen. Also denke ich, sollten wir eigentlich ziemlich safe sein, weil die KI eh meistens Naval Invasions macht bei Hafengebieten. Von daher, wenn wir da die Häfen quasi unter Kontrolle haben, sollte das eigentlich nicht mehr so schwierig sein. Bleibt mal da bitte. Dann machen wir noch ein paar dorthin. Und ja, wo wäre es noch logisch? Eigentlich gar nicht mehr, ne? Das war es eigentlich. Da oben und da. Die Gebiete bewache ich. 6 Tage, dann kriege ich neue Divisionen. Ein paar. Nämlich 38, um genau zu sein. Ich brauche, wie viel brauche ich? Habe ich nicht gesagt. Ich brauche sogar 38. 9 plus 8 sind 17, plus 3 sind 20, plus 8 sind 28, plus 13 sind 41. Okay, ich nehme es zurück. Kann aber auch sein, dass die wieder Einheiten verloren haben quasi. Das Geile ist, wenn ich jetzt die 7 Divisionen auswähle und auf den draufklicke, dann werden die automatisch zugewiesen. Das ist das, was ich richtig feiere. Das sind ein paar der wenigen Vorteile an der Mod. Nicht an der Mod, an dem Spiel an sich. In den letzten Updates. So, ich kann die einfach automatisch zuweisen. Ich muss mir nicht weiter darüber Gedanken machen, wo ich die hinschicke. Es geht automatisch. Das finde ich ganz cool. So, die werden sich jetzt schon langsam in die Hose... ihr wisst, was ich meine. Wenn die jetzt langsam machen, weil ich jetzt halt dann doch schon ziemlich stark hier mit neuen Truppen ankomme. So, Naval Invasions soll es jetzt eigentlich erstmal keine mehr geben, hoffe ich, für die nächsten Minuten. Während wir natürlich armeetechnisch richtig auf den Putz hauen halt, ne? Also, ich bin mir sicher, die haben richtig Respekt vor mir. Wie viel müssen wir noch upgraden? 48.000, dann haben wir auch die stärksten Waffen bereits. So, gut, jetzt sind wir wirklich komplett voll außer 3, das ist super. Das ist super. Weil dann würde ich nämlich sagen... ist mal eine ganz andere Frage. Ich habe hier aber nie angegriffen, aber die haben trotzdem Gebiete erobert, oder? Kann das sein? Das bilde ich mir nicht ein, oder? Jedenfalls, was ich auch nochmal gucken wollte, können wir noch mit... Wie viele Divisionen sind dazugewiesen eigentlich aktuell? 147 Divisionen. 30, 60, 90, 120... Okay, alle. Gut. Alles klar. Dann starten wir die nächste Großoffensive der Weißen Wanderer.
Also ich bin zwar kein Wanderer, ich bin weiß. Also von daher, hey, ich passe super ins Szenario. Und jetzt gucken wir mal, ob die immer noch so einfach standhalten, wenn ich komplett starke, voll ausgestattete Division mit Unterstützung habe. Ich denke nicht. Und hier ist übrigens... Und hier ist übrigens das passiert, was ich erreichen wollte. Die sind von der Außen... Okay, die waren abgeschnitten. Okay, gut, ich sag nichts mehr. Man schiebt euch eure Naval Invasions mal irgendwo hin jetzt. Ohne Scheiß, das ist langweilt mich jetzt langsam. So. Ja, wir brauchen auf alle Fälle Ausrüstung. Ja, wir haben sogar 118.000 Storage. Okay, ich sag nichts mehr. Wir brauchen keine Ausrüstung. Wir sind super aufgestellt gerade. Wir kesseln die alle ein. House Reed wird zu einer Großmacht gemacht von mir gerade. House Lannister fällt. Others bin ich, okay. Dann House Lannister ist immer noch am Fallen. House Stark, die letzten Remnants leben noch. Dann House Manderly ist neutral. House Manderly ist neutral. Können wir ganz entspannt die ganze Sache angehen. Nördliche Königsstraße ist die Hauptstadt. Also eine Straße ist die Hauptstadt von House Stark. Muss ich nicht verstehen, aber okay. Ja, jetzt übertreiben sie mit den Naval Invasions ein bisschen. Meine persönliche Meinung. Also, ganz ehrlich, ich finde, die übertreiben gerade ein bisschen mit den Naval Invasions. So, aber... Wo sind die? Die sind... Ah, alles klar. Okay. Krass. Ich meine, noch können sie die Naval Invasions machen. Noch, aber nicht mehr lange. Dafür werde ich persönlich sorgen... Wir müssen ja eigentlich, jetzt ist wirklich der Punkt gekommen, jetzt haben wir scheinbar geschafft. Also ich habe wirklich gedacht, wir verlieren das Ganze. Ich hatte schon abgeschlossen. Ich hatte schon die Kerlchen unterschrieben mit Lebewohl und danke fürs Zuschauen. Aber, Überraschung, wir leben noch. Aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen. House Bolton hat endlich kapituliert nach 118.000 Jahren. Wunderbar. Oh, guck mal da, die 118.000 ist der Naval Invasion von House Lannister. Cool. Cool. So, dann erobert hier einmal das hier bitte kurz. Geht mal dorthin und dann direkt daraufhin hier drum kümmern um House Lannister. Naval Invasion 127.319. Man kriegt eigentlich neue Divisionen auch bald, okay. So, während wir hier weiter jetzt ins Bell reinpushen. Wie schaut es eigentlich verlusttechnisch aus bei den 14,5 Millionen? Ich meine, mir sind Verluste egal. House Stark hat kapituliert. Mir sind Verluste ja egal, weil ich kann die ziemlich gut ausgleichen. Aber für die sind... Was ist da los, Alter? Sind die dumm. Aber für die sind Verluste halt blöd, weil die können die alle nicht mehr setzen. Ne? Wenn die aber tot sind, sind sie tot. Bei mir ist es was anderes. So, ich bin ja schon tot. Ich nutze ja die Toten, um gegen die Lebenden zu kämpfen. So, jedenfalls, nichtsdestotrotz... Ja, Westeros fällt. Krass. Das könnte die letzte Folge sein. Ich bin beeindruckt. So, House Reed möchte uns eine Division schicken. House Reed, danke für euer Angebot. Ich werde das Angebot nicht annehmen. Behaltet eure eine Division. Spielt mit der Tennis oder so. Keine Ahnung. Aber lasst mich einfach in Ruhe. So, Diebwald Motte. So, ich hoffe jetzt dann auch, dass die Naval Invasions dann irgendwann mal aufhören jetzt. Vor allem, wir töten so viele Divisionen von denen. 15,5 Millionen. Die haben kaum noch Manpower. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, dass die so immer noch so standhalten halt einfach. Halt ohne Scheiß, dass die immer noch in der Lage sind, sich gegen uns zu wehren. Das ist eigentlich... Eigentlich ist es ein Witz. Halt, ich sag's euch, wie es ist. Es ist eigentlich ein Witz. Und die haben eigentlich gar keine Chance. Eigentlich gibt's die gar nicht mehr. Die existieren eigentlich gar nicht. Aber das Spiel ist so der Meinung, ja, nee. Nee, lass mal nicht so. Lass mal nicht so. Lass mal anders. Okay. Construction, Infrastruktur. Natürlich Infrastruktur upgraden. Ich habe natürlich keine Factories. Das ist das größte Problem, dass ich keine Factories habe. So, aber House Lannister. Ja, also die Verluste waren jetzt scheinbar auf lange Sicht doch zu hoch. Also wir marschieren hier durch wie Butter mit die Fische. Jetzt kommen wir ein bisschen ins Stocken. Jetzt wird es ein bisschen kritischer hier. Aber wir sind jetzt in der Zwischenzeit an dem Punkt angelangt, würde ich fast schon wetten. Hier ist wieder eine Naval Invasion. Overrun. Irgendjemand wurde da overrun. Hä, wie sind die denn da hingekommen schon wieder? Über den Hafen da wahrscheinlich wieder, oder? Naja, nichtsdestotrotz, es sind weitere Divisionen, die sterben werden. Weil die jetzt auch nicht mehr wegkommen, weil die da einen Hafen nicht haben. Alle tot. Overrun, overrun, overrun. So, die Hälfte davon dorthin. So, dann geht die andere Hälfte. Hä? Warum? Warum nichts sterben jetzt? Die andere Hälfte geht dann hier hin und passieren wir auf den Hafen auf.
So. Noch irgendwelche Häfen, die ich nicht bewache, gerade aus mir unerklärlichen Gründen? Wahrscheinlich nicht. So. Jetzt kommen die Global Players. Crown Lands, Haus Tyrell, Haus Lannister und Vale of Arryn. Manpower-technisch haben wir ein Problem aktuell, weil zum Beispiel Haus Reed. Haus Reed nimmt nämlich alles in Anspruch, aber hat auch 3 Divisionen, hat aber auch geringe Manpower. Jedenfalls müssen wir quasi gucken, dass wir weitere Gebiete erobern. Und dank der Tatsache, dass unser Nachtkönig ja zurzeit Level 7 ist, bald Level 8, und die sind auch schon alle Level 7, er hat mega starke Generäle. Ich meine, klar, die Generäle von denen werden auch nicht so schwach sein. Zum Beispiel Gregor Clegane. Zum Beispiel Level 7. Ja, das ist auch ziemlich starke Generäle in der Zwischenzeit. Und wundert mich nicht, weil die auch schon lange kämpfen, also länger wie wir sogar, um genau zu sein. Wenn wir uns an die ersten Folgen erinnern, war es ja Haus Lannister und die Crownlands und alles andere, wo eigentlich im Krieg waren. Also wir sind ja eigentlich nur die, ja, die damit eingegriffen haben. So, Vale of Arryn, schau, wir tun unsere Verbündeten wieder auferstehen lassen. Welcher ist denn jetzt eigentlich der Gute? Das ist der Gute, also das ist mit Anzug. Ja, der kämpft mit Anzug für die weißen Wanderer. Aber ganz ehrlich, ich sag's euch, wie es ist, ich bin nicht rassistisch oder so. Ich finde, jeder soll machen, was er will. Wenn er mit Anzug kämpfen möchte, bitte soll er tun. Habe ich wirklich kein Problem mit. Ich finde, das ist in Ordnung, dass er uns unterstützt. Macht auch nicht jeder. Findet man jemanden, der heutzutage noch für die weißen Wanderer kämpft. So. Ja, jetzt aber in der Zwischenzeit sind wir ein bisschen... Es wird zäher, sagen wir, wie es ist. Ich meine, unsere Verluste, die explodieren. 18,9 Millionen, aber... Ja, so ist das halt. Wir müssen halt einfach weiter Gebiete erobern. Das ist halt quasi das, wie wir gewinnen werden, indem wir möglichst aggressiv voranschreiten. Ohne Rücksicht auf Verluste, weil, wie man hier sieht, wir haben ja Erfolg. Es funktioniert ja mehr oder weniger. Auch das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass Haus Reed hier alles bekommt. Das stört mich wirklich. Also hätte ich das gewusst, liebes Haus Reed, gib mir mal bitte hier alle Staaten, weil eigentlich sind es alles meine Staaten. So. Entweder gebt mir das. Was? Refused? Refused? Ich, ohne mich, werdet ihr nichts. Frechheit, echt. Nein. Mm-mm. Wir geben euch die Gebiete nicht, die ihr für uns erobert habt, weil wir nur 3 Divisionen besitzen. Dings ist übrigens gefallen. Castle Rock. Frechheit, also wirklich Frechheit. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vernichte die noch. Aus Prinzip werde ich die noch vernichten. Also das ist erst vorbei, wenn ich Haus Reed vernichtet habe. Also es wird Frieden geben und dann werde ich Haus Reed vernichten. Der Nachtkönig wird das nicht auf sich sitzen lassen, dass das refused wurde. Niemals. Ich brauche doch die Manpower. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich aktuell keine Manpower. Ich würde sagen, danach machen wir Schluss. Weil jetzt habe ich da wirklich zu viel Manpower gleich. Und die fallen hier gerade. Jawohl. Das war's hier. 16 jetzt. Manpower ist zwar noch okay. Also kein... Ja. Also nichts gegen mich, aber... Goldene... Warum haben wir nur... Keine Ahnung. Wir haben doch alles. Ich weiß wirklich nichts. Wir haben voll Stability. Wir haben voll War Support. Wir haben alle Gebiete. Aber aus irgendwelchen Gründen sind wir fast am Surrendern. Ja. Haus Lannister ist jedenfalls kurz vorm Surrendern. Haus Arryn ist... Boah. Haus Arryn ist so eine Geschichte. Aber die haben halt auch den Vorteil, dass die Berge haben, ne? Muss man halt auch ganz klar sagen, die haben Berge. Wenn Hornvale fällt, wenn Hornvale fällt, wird wahrscheinlich auch Haus Lannister fallen. Hornwood, heißt es auf Deutsch Hornwood? Gute Frage. Ich kann so wieder nicht beantworten. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er richtig auf die Schnauze kriegt aktuell. Das ist alles, was ich weiß. Das passt mir auch ehrlich gesagt nicht. Warum verliert der so viele Divisionen halt? Warum ist er so schlecht? Wenn ich fragen darf. Ich meine, Manpower-technisch schaut es richtig scheiße aus. 1,3 Millionen. Und die geben mir auch nicht die Region, die mir zustehen, wisst ihr? Okay, Lannisters wehren sich weiterhin gegen ihre Niederlage. Jetzt müssen sie surrendern. Haus Lannister hat kapituliert. Wunderbar. Danke für alle Ausrüstung. Danke für all eure Ausrüstung. Damit ist ein weiterer Global Player raus. Inklusive allen Divisionen. Wunderbar. Sie haben jetzt zwar noch ein, zwei kleine Gebiete, aber das ist jetzt nichts Bedrohliches mehr. Da hinterm Rücken gibt es eine Naval Invasion. Jawohl, geil.
Krass. Cool. Wer macht denn die Nerve Invasion eigentlich? Oder waren das noch Lannister-Gebiete irgendwie? Oder warte, wir machen das anders. Die sollen einfach, die machen einfach Garrison Area, weil dann werden die sich nicht automatisch schon kümmern. Ich muss niesen. Achtung, ich muss niesen. Ups. So, genau, dann kümmern die sich automatisch darum, das wieder zurückzuerobern, normalerweise. So, jetzt muss ich dann gleich mal gucken. Oh Gott, was verliert er an Divisionen? Das geht auf keine Haut mehr, Alter. So viele Divisionen, wie der Typ verliert. Haus Varen ist hier Babo, oder was? So, hier sind viele Divisionen eingekesselt. Ist natürlich blöd gelaufen, dass die surrendert haben und wir konnten die jetzt alle einkesseln. Das wird die Verluste gleich nochmal minimal erhöhen. So, unsere Verbündeten werden sich wahrscheinlich dieser Naval Invasion mit annehmen. So, Haus Tyrell, mal gucken, wie weit die noch kämpfen können. Ansonsten muss ich wahrscheinlich jetzt eh gleich mal die Front neu machen, weil das alles sehr, ja, unübersichtlich ist aktuell. Verluste 17,12 Millionen. Das ist ein bisschen gestiegen in den letzten Minuten. So, die sterben hier auch nochmal alle. 17,25. Das wird jetzt gleich noch höher sein. 17,5, jawohl. So, Haus Tyrell. Mal gucken, ob Haus Tyrell noch einen Kampf liefern kann. Haus Reed in der Zwischenzeit ein Global Player, so lustig das klingt. Haus Reed ist in der Zwischenzeit ein Riesenplayer. Aber das andere, was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass hier das Gebiet immer noch nicht uns wieder gehört. Was mich jetzt aktuell ein bisschen stört tatsächlich, ist die Tatsache, es juckt mich. Moment. Super, es juckt mich. Ich komme da nicht hin, weil ich meine andere Hand nicht benutzen kann, weil ich ja immer noch nach meiner Operation die Hand nicht benutzen kann. Deswegen juckt es mich da und ich kann da mich nicht kratzen. Ist das ätzend. Hilfe! So, jetzt habe ich mir fast den anderen Arm gebrochen, aber ich habe mich, glaube ich, gekratzt. Ja gut, passt. Super! So, manpower-technisch laufen wir jetzt langsam auf Grundeis. Aus irgendwelchen Gründen. Die Naval Invasion wurde... Schaut, genau aus dem Grund habe ich hier in dem Hafen Truppen stationiert. Genau aus dem Grund. Damit die gar nicht auf die Idee kommen, wir machen da eine Naval Invasion. So, Haus Tyrell. Da sind viele Divisionen von denen gestorben. Die ganze Armee von Haus Tyrell, würde ich fast wetten, ist da gestorben. Die haben 100 bis 123 Divisionen. Das heißt, ich schätze, so 30 bis 40 Divisionen haben die aktuell noch. Vielleicht noch ein paar mehr oder weniger. Jedoch, alles in allem, denke ich wirklich, das war es jetzt langsam aber sicher für die Westerland Alliance. Wenn wir uns das hier mal so anschauen. Winter is coming. Schaut relativ beeindruckend aus, wenn ich mal das mal so sagen darf. Ich befürchte allerdings, dass wir diese Folge nicht mehr fertig werden. Deswegen werde ich bei Minute 25 einen Cut machen. Und werde mich bedanken fürs Zuschauen und werde dann eine letzte Folge machen. Nämlich die letzte Folge dann. Da ist Old Town. Old Town ist aus irgendwelchen Gründen die Hauptstadt von Haus Tyrell. War Old Town? Ach nee, Old Town war mit dem Krieg mit denen, ne? Okay, ich verstehe. So, Haus Tyrell wird demnächst fallen. Haben jetzt wieder ein paar Divisionen mehr angeblich. Morgius ist wieder mal wounded. Okay, jetzt Vale of Arryn fällt auch. Gut, an der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns nächste Folge wieder zu Hearts of Iron 4 mit Winter is Coming, den Night Wanderers, den Nachtwanderern, den White Walkers, Mensch, den weißen Wanderern. Und den Fairy Castle, auch Feenschloss genannt. Ja, ich weiß, da steht Fair Castle. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns, habe ich schon gesagt. Macht's gut, tschüss.